zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute, wie ihr relativ einfach extrem viele Runen, egal mit welchem Level, in Elden Ring farmen könnt. Elden Ring ist ja zwischenzeitlich doch schon relativ schwierig und die Stufenaufstiege werden immer teurer, sind aber extrem relevant, um bestimmte Bosse zu schaffen. Es gibt einen Ort, den ihr hier jetzt auch gerade schon seht, wo ihr euch mit dem Pferd hinbegeben könnt und immer wieder eine Kugel runterrollt. Die erscheint einfach magisch und rollt euch hinterher. Wenn ihr euch an die richtige Stelle in der Klippe stellt und aus dem Weg springt, fällt die Kugel herunter und die Kugel hat einen Lebensbalken und zählt als Gegner. Ihr habt das gerade schon gut sehen können, ihr kriegt jedes Mal knapp 2000 Runen, wenn ihr dieser Kugel aus dem Weg springt. Oben ist direkt ein Punkt der Gnade, wo ihr immer wieder hingehen könnt, kurz rasten könnt und dann spawnt die Kugel auch wieder neu. Ihr seht das jetzt hier gleich nochmal relativ gut, wie einfach das auch ist. Keine Sorge, wenn ihr erwischt werdet, tötet die euch zwar, aber ihr könnt euch eure Runen dann ganz einfach wiederholen und es dann von vorne probieren. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie man überhaupt dahin kommt. Und zwar müssen wir zur dritten Kirche von Marika. Die werden die meisten von euch schon gehabt haben, aber sonst seht ihr auch hier von der Nordseite das Agehilsee, keine Ahnung, ob man so ausspricht, wo ihr auch das Pferd bekommt, müsst ihr eigentlich nur Richtung Nordosten die ganze Zeit reiten. Ihr könnt einfach alle Gegner ignorieren und durchreiten. So, wir sind jetzt hier einfach zur Einfachheit schon mal direkt an der Kirche. Da seht ihr auch, das ist der Eingang und da ist ein Riese. Der interessiert uns aber erstmal gar nicht. Wir gehen nämlich hinter die Kirche. Da gibt es nämlich ein Portal. Das werde ich euch auch gleich zeigen, weil es doch etwas knifflig ist zu finden, da es sich hinter so Gestrüpp versteckt. Also hier seht ihr es auch nochmal und da ist ein Fluss. Zu dem Fluss müssen wir. Keine Sorge, hier sind auch keine großartigen Gegner, also keine Problematik, dass man hier langlaufen könnte. Und zwar gehen wir jetzt direkt hier auch wieder Richtung Nordosten. Und dann sehen wir hier in so einem kleinen Gang, da leuchtet es schon. Und hinter diesem Gestrüpp ist das Portal versteckt. Das wird bei euch nicht so stark leuchten, weil ihr es noch nicht entdeckt habt. Aber wir reisen jetzt an den Ort. Und jetzt kommen wir, jetzt lädt das erste Mal, aber jetzt kommen wir gleich zu dem Bestienrefugium. Das ist eigentlich ein Ort in Elden Ring, den wir erst viel später entdecken sollen. Ich rate euch auch ganz klar, euch mit den Gegnern da jetzt nicht anzulegen, weil das ist gar nicht unser Ziel. Wir wollen ganz viele Runen und ganz schnell farmen. So. Ihr seht jetzt gleich, dass das bei mir natürlich schon gemacht ist. Die Tür ist eigentlich zu. Mit dem Wächter wollen wir uns nicht anlegen. Der ignoriert uns aber auch, solange wir nicht auf ihn zugehen. Die Tür könnt ihr einfach gefahrlos öffnen. Da hinten steht zwar ein Gegner, der sieht euch aber noch nicht. Ihr geht einfach hier zum Ort der Gnade, aktiviert die Gnade, dann habt ihr halt auch gleich einen Schnellreisepunkt und falls ihr scheitern solltet auf dem Weg, habt ihr es nicht mehr so weit. Jetzt ist es relativ einfach. Ihr steigt einfach auf euer Pferd. Hier seht ihr so ein paar Ruinen. Da auf der Höhe seid ihr schon mal richtig und dann schaut ihr mal runter. Dann sehen wir da ganz hinten entfernt so einen kleinen Turm, die Spitze. Und auf den und wir sehen, es dauert kurz, aber wir ignorieren einfach auch alle Gegner, die uns hier entgegenkommen, weil die Gegner hier in dem Gebiet relativ stark sind. Wenn ihr das ganz am Anfang macht, was ich euch empfehlen würde, weil das hilft euch wirklich einen kleinen Boost direkt zu kriegen und viel besser ins Spiel starten zu können und nicht Try and Error immer wieder zu erleben. Einfach die Gegner ignorieren, einfach vorbeireiten. Das schafft man auch relativ einfach. Und dann kommen wir irgendwann zu einer Klippe. Hier geht es nicht weiter, deswegen reiten wir nach links. Da geht es nämlich gleich runter. Da müsst ihr aufpassen, da gibt es Giftpilze. Je nachdem, wie hoch eure Resistenz da auch ist, kann das problematisch werden. Deswegen empfehle ich, über die Steine hier einfach raufzuspringen. Und dann kann man, ich kann jetzt relativ schnell einfach durchreiten. Das sollte bei euch eigentlich auch gehen. Da mit ein paar Sprüngen zwischendurch das Gift euch nicht so stark trifft. Dann müssen wir eigentlich nur noch über die Brücke und sehen jetzt auch schon in der Entfernung den Turm. Am Turm angekommen haben wir hier direkt wieder einen Ort der Gnade. Den aktivieren wir natürlich. In meinem Fall ist der natürlich schon aktiviert. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ihr seht jetzt hier nochmal auf der Karte, wo wir uns befinden. Da oben sind wir durch dieses Portal hingekommen und dann einfach das Pferd ausrüsten und dann kann es direkt losgehen. Ihr seht hier auch nochmal von der Umgebung, wo es ist und dann
reiten wir einfach immer wieder. Ich empfehle einfach auch noch die Sachen mitzunehmen. Und dann seht ihr auch schon, hier habe ich es schon ein paar Mal gemacht, 150.000 Runen könnt ihr relativ schnell in circa 20 Minuten ganz locker machen. Wenn nicht sogar mehr, weil ihr immer wieder 2000 Punkte erhaltet.